Ja? Jetzt sei doch mal so lieb und such mal ein ganz beliebiges Kreuzass. Nicht Kreuzass, eine beliebige Karte. Sollst du uns nur ein Orakel halten? Das war nur Spaß. Nimm mal irgendeine Karte, kein Kreuzass, das war nur Spaß. Ja. Dreh mal um. Stopp. Zeig mal. Kreuzass? Nee, kann ich rein. Ja, das ist nur Kreuzass, das ganze Kartenspiel ist voller Kreuzass. Ja, genau. Das ist ja alles Kreuzass. Leg sie mal drauf, das war jetzt Zufall. Ist doch wohl der Hammer. Ja, warte. Nee, das war jetzt zu einfach. So, ja. Ich werde das Kartenspiel so durchblättern und du steckst irgendwann mal den Finger da rein. Ja, wann du willst. Bist du bereit? Da? Ja. Hier ist das Pikas. Guck mal, was vor dem Pikas liegt. Ein Kreuzass. Leg mal hin. Ja. Hier ist das Kreuzass, das weißt du ja. Stapel drauf, jetzt mach mal eine magische Bewegung im Kartenspiel. Ja, wow. Kreuzass springt. Oh, willst du wissen, wie das geht? Ich habe jetzt sowieso eine Doch. Du brauchst eine Musterkarte, wie das Kreuz ist. Dann blätterst du das Kartenspiel durch nach einer ganz beliebigen anderen Karte, wie zum Beispiel Karo 8. Da muss man normalerweise aussetzen. Diese Karo 8 nehme ich, reib sie über das Ass. Und solange du noch reibst, bist du noch nicht. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt nehme ich das gesamte Kartenspiel. Alle Karten und reibe alle Karten an dem Kreuz aus. Was glaubst du, was jetzt passiert? Ein Kartenspiel voller Kreuz aus. Ja. Will es aber nicht aussprechen, oder? Man will es nicht glauben. Sollen wir nachschauen? Geht ja auch nicht. Ja? Achtung, Vorsicht. Dann ist das gesamte Kartenspiel. Das geht doch nicht. Dann haben wir, guck mal, nur Kreuzasse. Und was soll ich damit? Was soll ich mit den ganzen, Ass? Damit kannst du keine Karten mehr spielen. Du nimmst einfach ein Ass, reibst an dem Ass und das Ass verschwindet und wird zum Herzass. Herzass nach vorne, einmal pusten. Kann ich nicht mehr. Und das Kartenspiel ist wieder okay. Das ist der Hammer.